Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Wir haben den Eingang des gottlosen Tals der Baba Yaga erreicht und ich bin schon sehr gespannt, was uns hier noch erwarten wird. Was ich gerade offscreen gemacht habe, ist, ich habe so ein bisschen upgegradet. Ich habe dabei auch gesehen, dass wir jetzt inzwischen nicht nur so ein paar DLC-Bonus-Handfeuerwaffen zur Verfügung haben, was wir ja in der einen Folge tatsächlich auch gemeinsam festgestellt haben. Nein, jetzt haben wir tatsächlich noch ein paar DLC-Bögen. Die habe ich gerade alle einmal ausgerüstet, hat mir jeweils 100 Erfahrungspunkte gegeben. Ist vielleicht auf die eine Art und Weise ein bisschen schummeln. Auf die andere Art, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und diese freien Erfahrungspunkte, die nehme ich natürlich gerne an. Habe die Waffen noch ein bisschen aufgerüstet, habe auch auf einen anderen Bogen umgeschaltet jetzt tatsächlich. Den kann ich euch dann gleich mal zeigen. Und ich würde sagen, wir setzen jetzt einfach mal unseren Weg fort. Das ist kein Bogen. So, da ist er. Das ist unser neuer Bogen. Das ist eher mehr so ein Sportbogen, wie man sieht. Aber, Mensch, Kater. Ich habe diesen Kater in der letzten Stunde bestimmt 5 Mal aus meinem Schoß geschmissen. Inzwischen sollte er merken, dass... er kann gerne zum Kuscheln kommen, wenn ich auf dem Sofa sitze oder sonst was, aber nicht, wenn ich hier in meinem Stuhl sitze und aufnehmen will. Das sollte langsam, sollte das mal reinkommen. Ich meine, ich finde das auch total toll, dass er überhaupt zum Kuscheln kommt. Da sage ich auch gar nichts gegen. Aber, naja. Es gibt halt für alles eine Zeit und einen Ort. Den ersten Kontakt mit dem älteren Einheimischen hatten wir um 0700. Zuerst glaubten wir, dass er an einem Angriff auf die Anlage beteiligt war, doch er entfernte sich durch eine nicht kartierte Schlucht. Wir wurden autorisiert, ihm mit etwas Abstand zu folgen und schon sind wir auf Ruinen und andere vielversprechende Zeichen gestoßen. Wir versuchen hier draußen die Ruhe zu bewahren, aber das sieht nach einem großen Fund aus. Dieser Entdeckungsbonus ist uns so gut wie sicher. Eine Meldung von Team Bravo, bevor sie ins Tal vorrücken. Ich bin ganz ehrlich, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache, weil ist Team Bravo nicht das Team, das wir über Funk gehört haben, das von der Hexe auf brutalste Art und Weise abgemetzelt worden ist? Na gut, ich bin ja mal gespannt. Wow, das sieht aus wie irgendwelche giftigen Pollen oder irgendwas. Hier weht eine Art Pollen umher. Wow, das wird ein Trip. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ich kann mich nicht verstehen. Irgendwas stimmt nicht. Hier dreht sich alles. Bin ich jetzt einfach wieder... Wow. Ich kann nicht zurückgehen. Na, okay. Geile Wurst. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, ich habe da noch ein Dokument übersehen. Wie kann ich denn da noch ein Dokument... Okay, aber der Weg ist relativ linear, den wir jetzt folgen. Jo. Okay, das ist... Irgendwie sowas habe ich schon erwartet, dass wir so einen richtigen Mindfuck kriegen. Die Frage ist jetzt natürlich, gibt es hier wirklich eine Hexe und benutzt sie ihre Zauberkräfte, um zum Beispiel hier die Pflanzen, die Bäume gegen uns aufzuwiegeln, oder sind das alles Halluzinationen von diesem Drogenrausch hier? Wow, ist natürlich... Hoho. Alles ist gut, alles ist... Also das... Wow! Hi? Nein, ich muss träumen. Nicht real. Das kann nicht sein. Ich gehe einfach weiter. Da achtet mich gar nicht. Ich bin gar nicht wirklich hier. Ich bin nur ein Projekt eurer Fantasie. Okay, jetzt sind wir hier. Hook. Na gut. Wir sagen, wir gehen erstmal rechts rum und einmal da komplett im Kreis, was ich hier gerade beim Finger zeige, was ihr gar nicht sehen könnt. Wir gehen einmal rechts rum im Kreis, quasi wieder hierhin, wo wir jetzt sind, gehen dann andersrum da in diese Sackgassenschlucht und setzen dann den Weg fort. Hui! Geh einfach weiter. Zieh einfach deine Waffe, Mädchen.
Lara. Dad? Nein, das kann nicht sein. Okay, also laut Karte soll der Weg da weitergehen, aber der, das tut er nicht. Ja, okay, ist doch relativ vorgegeben uns hier gerade der Weg. Na gut, wir kommen bestimmt später nochmal wieder, wenn wir nicht in diesem Drogenrausch sind. Mensch, Papa. Papa, wo bist denn du? Halt, wo bin ich? Wie weit geht dieser Weg? Ja, ich habe gerade total die Orientierung verloren. Das ist dir hoffentlich bewusst. Das ist nicht echt. Nicht er. Und trotzdem rennst du ihm hinter... Dad, halt! Bitte nicht! Hinterher. Alter, ist das gerade krass. Vor allem auch mit dieser... Shit! Shit! Verdammt nochmal! Sofort hier raus! Ich hasse euch! Ah! Oh Gott! Ich hätte mir eigentlich sowas denken müssen. Das war doch klar, dass sowas kommt. Warum habe ich nicht damit gerechnet? Warum nicht? So, wenn ich jetzt hier lang gehe, ist da theoretisch gar kein Weg. In den Mythen steht die Wahrheit. Ich will nur weg. Bitte. Oh, ich höre sie schon wieder. Hi. Nein, das ist nicht. Das ist, aber wie hieß es denn? Hier mit dem Maler. Dieses Horrorspiel mit dem Maler. Wie hieß es denn? Habe ich auch auf dem Kanal. Haben wir auch zusammen gespielt. Ich habe den Namen vergessen. Tut mir leid, Leute, das muss ich jetzt kurz. Geht sofort weiter. Was will ich denn eigentlich jetzt damit? Moment, ich hab das gleich. Wow, ich höre was. Tut mir leid, das beschäftigt mich sonst die ganze Zeit. So. Einmal auf den Kanal. Ich würde gerne nicht die einfach... Ah, hier ist es ja. Und zwar hieß das Spiel... Das Spiel hieß... Scheiße, wo ist es denn? Layers of Fear, genau. Okay, so kann weitergehen, sorry. Das hat jetzt gerade die Atmosphäre total zerstört, oder? Für mich ist es zu spät. Ich habe gerade Angst. Hexe. Baba Yaga hat uns im Visier. Woher wusste sie, dass wir kommen würden? Wow! Wow! What the fuck? Das ist unmöglich. Das ist nur ein Mythos. Das Haus mit dem Vogelbein. Es gibt kein Zurück. Wir sind draußen verrotten. Das Haus mit den Vogelbeinen aus der Legende der Baba Yaga. Das ist ja so ein russisches Mythos. Ja, das kennt man doch. So, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir schon hier oben. Okay. Ach, ist das gerade cool. Das gefällt mir ja mal richtig gut. Hallo? Da
100 Mal Gott am Kopf. Hi! Wow! Da, so, sowas macht man nicht! Auf Ganka! Sowas macht man nicht! Ah, ich muss kämpfen! Bleib mal in Bewegung, da kommt noch so ein Vieh. Hey! Hey! Ich will mal nachladen. Alter, lass mich in Ruhe. Ich muss heilen. Leck mich. Lade nach, Lara. Da hast du dich gerade wunderschön alle vor der Flinte gehabt. Gut. Ui, da kommt noch mehr. Gott sei Dank halten die nichts aus. Was? Cthulhu? Oh Gott, mich. Das kenn ich. Komm, dein Vater erwartet dich. Nicht mehr. Okay, ich denke, der Kampf, der wird so richtig interessant. Lara! Kannst du mich hören? Bist du da? Das? Ja, ich bin hier. War richtig geil. Was ist passiert? Du hast gehustet und etwas von Blumen und Pollen geredet. Und dann nichts. Ich hab gedacht, die Hexe hätte dich umgebracht. Ich glaube, ich habe halluziniert. Gott, ich hoffe es. Halluziniert. Es gibt im Tal eine Blume, die Vision verursachen kann. Aber ihre Wirkung ist zu schwach. Weißt du, was das für ein Ort ist? Ich sehe Rohre und Leitungen. Sowjetisch, wie es aussieht. Das muss der Vorposten der Sowjets zum Erforschen der Ruinen sein. Meine Großmutter war Wissenschaftlerin. Sie sollte dort bei den Forschungen helfen, aber es war das letzte Mal, dass Großvater sie sah. Es gab nur einen Überlebenden. Ein Offizier kam nach ein paar Wochen angestolpert. Er sagte, die Hexe hätte sie Dinge tun lassen. Okay, möchte ich genauer wissen, um was für Dinge es hier geht, oder überlassen wir das lieber der Fantasie der Zuschauer? Ja, sehe ich genauso. Okay, was haben wir denn hier jetzt? Sind wir da oben? Okay. 6 Überlebensverstecke, 21 Dokumente, wow. Gehen Sie zum Kupferwerk, um sich mit Jacob zu treffen. Ja, das ist ja im Moment für uns nicht weiter relevant, ne? Im Moment beschäftigen wir uns ja mit Baba Yaga. Da drüben müssen wir dran springen können. Whoops und zack. Und aufwärts geklettert. Ich hoffe nur, dass die Hexe uns hier nicht gleich wieder das Leben zur Hölle macht. Aber das war eine interessante Sequenz. Muss ich ja mal ganz direkt sagen. So, weiter aufwärts. So, habe doch keine Furcht, Lara. Ey, diese Terrorhunde da. Gott sei Dank hatten sie kaum Lebenspunkte. Dass wir die wirklich mit ein, zwei Schüssen erledigen konnten. Stellt euch mal vor, die wären so ausdauernd gewesen wie die Wölfe. Dann hätten wir ein echtes Problem gehabt. Oder stellt euch mal vor, Baba Yaga hätte sich entschlossen, dass sie uns nebenbei mit Feuerbällen traktieren will. Das hat sie ja auch nicht gemacht, aber wir haben ja gesehen, dass sie das kann, ne? Okay, das kann man nicht zerschlagen. Habe ich verstanden. Das ist einfach nur Werkzeug, da liegt nichts rum, was man einsammeln kann. Die Hexe, da ist sie ja schon wieder. Ui! Den Altar habe ich gar nicht gesehen hier. Okay, was ist denn unsere Herausforderung hier? Über das Kuckucksnuss-Nest. Hängelaternen der Hexe abschießen.
Okay. Ich dachte, das hätte vielleicht was damit zu tun. So, hier können wir mit dem Seilpfeil was kaputt ziehen oder auf jeden Fall rausziehen. Das sollten wir im Hinterkopf behalten. Jemand war hier vor kurzem. Hat auf den Ruinen aufgebaut. Was siehst du? Eine Art provisorische Destille. Nicht genau wie die Blumen. Scheiße. Na klar, sie verfeinert den Pollen. Macht ihn zur Waffe. Es gibt hier keine Magie, Nadia. Nur eine sehr schlaue Person. Aber warte. Wenn sie nur ein Mensch ist, würde der Pollen nicht auch bei ihr wirken? Wenn sie dagegen ankommt, können wir es auch. Ich bin da noch nicht so ganz überzeugt von, dass es keine Magie gibt. Weil nur weil sie die Pollen als Waffe benutzt, heißt das nicht, dass sie nicht trotzdem eine Hexe ist, oder? Darauf und darüber könnte ich das schaffen. Soll ich es probieren? Nee, das schaffe ich nicht. Das ist zu weit. Okay. Ich weiß zwar nicht genau, was das bringt, aber okay. Was haben wir hier? Erstmal auf damit! Ah, hier machen wir die Tür mit auf. Gut, dann gehe ich erstmal runter, dann gucken wir erstmal, was sich hier noch hinter der Wand verbirgt. Ein Dokument. Ich habe meine Tochter nie im Arm gehabt. Sie nahmen sie mir auf dem Operationstisch weg. Ich wollte kämpfen, aber sie sind viele und ich bin erschöpft. Dann schafften sie mich fort, rissen unsere drei Herzen auseinander. Sie brachten mich in ein verstecktes Tal mit uralten Ruinen. Sie sagen, wenn ich kooperiere, werde ich meine Familie wiedersehen. Ich werde diesen Monstern niemals trauen. Aber ich habe keinen besseren Plan. Hier gibt es seltsame Blumen. Der Pollen verwirrt meine Entführer zusehends. Und sie wagen sich nicht weiter als bis zu unserem kleinen Vorposten. Sie brachten mich her in der Hoffnung, dass ich ihnen mit meinem botanischen Wissen helfen würde, ein Gegengift zu finden. Endlich hat der Staat eine Verwendung für mich. Ich nicke und lächle. Ich spiele mit. Aber sie können mich nicht noch einmal brechen. Für meine Tochter, für Ivan, werde ich leben. Sie haben Serafima alles genommen. Wer zur Hölle ist denn jetzt schon wieder Serafima? Ich meine, das ist wahrscheinlich Baba Yaga, ne? Aber woher kennen wir ihren Namen? Woher wissen wir, was das für eine ist? Lara. Ne, warte mal, wie funktioniert das? Ich muss mich daneben stellen, ne? Da festmachen. So. Sehr, sehr Zurbel. Das sollte genug Kraft sein. Jetzt muss nur der Eimer näher ran. Wow. Das sollte genug Kraft sein. Jetzt muss nur der Eimer näher ran. Ja, okay. Das kriegen wir hin. Schon ist die Tür offen. Timing ist alles. Überall Altäre hier. Ist überhaupt nicht besorgniserregend. Überhaupt nicht. Wochen sind vergangen, seit mich die Mistkerle vom Gulag in dieses seltsame Tal verschleppt haben. Weg von Ivan und meiner Tochter.
Sie haben mich beauftragt, einen Weg zu finden, die seltsame Wirkung des Pollens zu bekämpfen, der in der Luft hängt. Ich glaube, jetzt habe ich eine Formel, die wirken könnte. Ein Extrakt aus den Samenkapseln der Pflanzen. Die Leber von Tieren, die die Blumen fressen und die Toxine im Stoffwechsel haben. Ein Phenothiazin-Derivat. Die letzte Zutat ist ein Risiko. In der Gegend um den Gulag wird das Mittel in großen Mengen als Insektizid verwendet. Aufgrund der chemischen Ähnlichkeit mit anderen Verbindungen, die ich studiert habe, könnte es auch als rudimentäres Neuroleptikum fungieren. Oder es könnte giftig sein. Ich werde die Mischung heute an mir selbst testen. Forschungsnotizen einer sowjetischen Gefangenen, die ein Heilmittel für die Halluzinationen finden sollte. Ich habe etwas gefunden. Einer der Gefangenen hat eine Formel aufgeschrieben, die dem Effekt des Pollens entgegenwirken könnte. Das muss von meiner Großmutter sein. Die Hexe hat sie umgebracht und jetzt wird sie helfen, Großvater zu retten. Genau wie in seinen Geschichten. Oh, Nadja. Hab Vertrauen, Lara. Geh zurück zur Sowjetanlage, wo wir uns getroffen haben. Ich helfe dir zu finden, was du brauchst. Juhu, eine Sammelquest. Na gut. Und was wollen wir wetten, dass die Großmutter die Hexe ist? Ich wette mit euch. Okay, da wieder durch hat keinen Wert, ne? Halt, doch, da wieder durch hätte schon... Ah! Da ist die andere Notiz, die wir übersehen haben. Meine Enkeltochter. Mittlerweile weißt du es. Ich werde in das Tal gehen, um die Hexe zu vernichten. Baba Yaga. Ich werde Rache für deine Großmutter nehmen. Es sind Neuankömmlinge in unserem Tal, bewaffnete Männer, die in Helikoptern kommen. Ich weiß nicht, was sie wollen, aber wenn ich gehen will, ist dies meine letzte Chance. Du verdienst es, die Wahrheit zu erfahren. Den Grund. Dein Großvater ist kein weiser Mann. Mit harter Arbeit bin ich ein guter Mann geworden für deine Großmutter. Aber das war nicht immer so. Ich kam aus dem Westen, wo selbst ein kleines Dorf tausende Einwohner hat. Ich war ein fauler Bursche und beim Eintritt in die Partei träumte ich von einem unbeschwerten Leben. Einem bequemen Schreibtisch in der großen Stadt. Aber sie schickten mich hierher ans Ende der Welt. Um Männer und Frauen arbeiten, hungern und sterben zu sehen. Um Teil ihrer Bestrafung zu sein. Ich wusste, dass das böse war, aber ich wusste nicht, wie man kämpft, bis ich sie traf. Großvater Ivan muss das für Nadja geschrieben haben, sag ich doch. Ja? Baba Yaga, die Hexe, von der wir jetzt schon zwei Notizen gelesen haben und die die Pollen hier in diesem Tal als halluzinogene Waffe benutzt, ist Nadjas Großmutter. Na gut. So, da komme ich nicht so ohne weiteres wieder raus, oder? Ohne das Gegengift gehe ich nicht nochmal da rein. Samenkapseln aus dem Inneren von Höhlen und beschaffen sich Hirschlebern. Oh Gott, wenn wir Hirsche jagen, das kann ja heiter werden. Okay. Mir fehlen die Worte, zu beschreiben, was ich gerade gesehen habe. Ich ging ins gottlose Tal, um Nadjas Großvater zu suchen. Doch ich kam gerade noch mit dem Leben davon. Das war wie ein Märchen. In einem zerbrochenen und schmutzigen Spiegel. Und, Dad, mein Gehirn weiß, dass alles nur meine Fantasie war, doch der Schuss hallt noch in meinen Ohren. Dort drin geht etwas Furchtbares vor. Und ich glaube zwar nicht, dass es Zauberei ist, aber es ist außergewöhnlich. Ich muss herausfinden, was hinter all dem steckt. Aber zuerst muss ich einen Weg finden, um klar zu sehen. Ja, da arbeiten wir dran. Als allererstes haben wir hier einen Fähigkeitenpunkt zu verteilen. Vielleicht beim Jäger. Pfeile wiederfinden, das wäre prinzipiell ja gar nicht mal so schlecht, das zu haben, oder? Was haben wir hier noch? Leichenfallen, das wäre... Ja, vielleicht. Handwerksmeister hätte auch was. Ja, ich muss erstmal wieder durchgucken hier. Laut
Augen. Ich glaube, ich nehme den Ausweichkonter. Ich weiche zwar nie aus, aber falls ich irgendwann mal damit anfangen sollte, haben wir dann auf jeden Fall schon eine wirksame Strategie. Hallo? Ach, guckt mal. Na gut, ich möchte bitte hier... Nee, nicht in die Zisternenhöhle, das wäre dämlich. Das verborgene Refugium gehen wir mal. Da ist nämlich eine... Ja, Reisen. Da ist nämlich eine der Baba Yaga Gegengiftzutaten direkt nebenan. Eine der Höhlen, denke ich mal. Dann können wir nämlich schon mal anfangen, die Zutaten zu sammeln. Das heißt nicht, dass ich dann gleich schon wieder in das Tal zurückkehre. Ich glaube, wir machen auch erstmal ein bisschen Hauptquest weiter dann. Aber wir können ja erstmal die Zutaten sammeln. Ich weiß nämlich, dass wir mindestens, um im Baba Yaga DLC weiterzukommen, das wurde mir nämlich verraten, dass wir mindestens noch das Kampfmesser finden müssen. Okay, Nadja. Das haben wir ja noch nicht. Ich bin zurück bei der Anlage. Hast du einen Tipp, wo ich suchen soll? Okay, okay. Zuerst die Samenkapsel. Die Blumen wachsen in den Höhlen in der Umgebung. Es sind nie genug, um dich krank zu machen. Da solltest du ohne Gefahr welche davon sammeln können. Die Lebern sollten einfach sein. Die Hirsche dort fressen diese Blumen. Du musst sie also nur aufspüren. Wegen des Insektizids habe ich eine Idee, wo wir etwas davon finden könnten. Großvater hat mir beigebracht, Russisch zu lesen. Ich gehe gerade alte Ausrüstungsverzeichnisse durch, um zu sehen, wo sie es aufbewahrt haben. Ich sag Bescheid, wenn ich es gefunden habe. Okay, dann werde ich jetzt die anderen Vorräte sammeln. Gut. Als erstes, theoretisch hier direkt unter uns, ne? Guck doch mal auf die Karte. Jo, und da ist auch ein Überlebensversteck. Das trifft sich ganz gut. Dann können wir das nämlich auch gleich mitnehmen. What? Warte mal, hier ist doch eine Höhle. Ach nee, das ist ein altes Lager hier. Sind wir hier aufgewacht? Damals, als wir aus dem Gulag gekommen sind da. So. Okay, dann vielleicht doch erst Hirsche töten. Hier in der Nähe müssten welche sein. Ich kann sie nur nicht sehen. Aber das ist das richtige Weg, ne? Rein theoretisch ist er das. Tatsächlich praktischerweise sind aber hier keine Hirsche in der Nähe. Was wir hier haben, ist Hartholz. Also die Vorräte respawnen dann doch anscheinend. Das haben wir doch bestimmt schon eingesammelt hier. So, ich suche nach Hirschen. Soll es hier irgendwo geben? Das ist ein Hirschrevier hier. Ist doch ein Hirschrevier, ne? Oder? Ja, rein theoretisch schon. Auf die Jagd zu gehen ist nervig. So. Hier müsst ihr auf jeden Fall zwei Heilpflanzen mitnehmen. Hier ist auf jeden Fall eine der Höhlen. Da müssen wir die Blumen sammeln können. Oh, es ist eine Höhle, in der wir bisher noch gar nicht waren. Das ist ja an sich schon mal sehr interessant, ne? Mal zu gucken, was uns hier überhaupt erwarten wird.
Der Weg ist dicht. Aber den können wir natürlich auch sprechen. Und jawohl. So, hinein in die gute Stube. Okay, das ist leicht verstörend, das gebe ich zu. Sind das die Blumen? Das sind die Blumen. Jetzt brauche ich die Samenkapseln. Okay. Eins von fünf. Dann werden wir mal gucken. Was ist das hier für ein Ort, ey? Und wie weit geht das runter? Erwartet uns hier noch irgendwas? Das ist ein überaus interessanter Ort, über den wir hier gestolpert sind. Oh. Lara, das hier willst du sicher hören. Ich halte dich rein. Team Bravo wird noch vermisst. Seit dem Notruf haben wir keine Übertragungen mehr bekommen. Wir müssen ein Rettungsteam losschicken. Beendet die Patrouille bei der Sowjetanlage. Versucht die Spur des einheimischen Mädchens aufzunehmen. Sie hat was mit dem Verschwinden von Bravo zu tun und wir brauchen mehr Infos, bevor wir weitere Leute reinschicken. Verstanden? Aha. Kannst du dich in Sicherheit bringen? Ich bin in einem alten Unterschlupf und habe draußen Seilfallen aufgestellt. Im schlimmsten Fall gibt es einen Tunnel, durch den ich fliehen kann. Aber ich muss die Liste noch fertig lesen. Ist das normal für dich, Lara? Ich bin das nicht gewohnt, also dass man mich umbringen will. Ich glaube nicht, dass man sich daran gewöhnen kann. Also, pass auf. Es gibt also jetzt neue Trinity-Soldaten bei der alten Sowjetanlage. Die alte Sowjetanlage ist doch dieses Sägewerk in der Mitte, wo wir Nadja getroffen haben, oder? Jetzt interessiert mich erstmal, was ist das hier? Und wie komme ich da hin? Ah, das ist ein Wandgemälde. Da drin dann, oder? Da ist das Wandgemälde. Okay, das können wir uns ja schon mal nicht angucken. Okay, ich kann damit nicht interagieren. Das ist also nicht das Wandgemälde, was hier führt. Letztendlich müssen wir da oben hin. Was haben wir hier? Städte baut man nicht mit Plänen allein. Man braucht Material und jemanden, der weiß, wie man baut. Damien war dieser jemand. Es heißt, er konnte Steine nur aus einer Handvoll Erde und einer Zunderbüchse brennen. Sein Handwerk soll göttlich inspiriert gewesen sein. Seine Hand gab den Träumen der Architektin eine Form. Der Bau einer Stadt wie Kitesh erfordert viele Fähigkeiten und Talente. Der Prophet lobte jeden Beitrag. Okay, aber diese Höhle hier, die ist dann doch ein ganz kleines bisschen weitläufiger, als ich erwartet hatte. Auf jeden Fall zu weitläufig, als dass wir sie in der heutigen Folge noch fertig würden erkunden können. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier an dieser Stelle Schluss. Das war Rise of the Tomb Raider für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir diese Höhle hier weiter erkunden und zusehen, ob wir vielleicht die Zutaten für das Gift der Baba Yaga sammeln können. Bis dahin wünsche ich euch aber erst einmal eine gute Nacht.